So, und dann Greenwash dich doch selber. Ja, nachdem wir vorhin Labels hatten und so weiter, hier habe ich ein Label mitgenommen, das tatsächlich besonders viel Verbreitung hat. Und das ist diesmal jetzt keine Greenwashing-Kampagne, sondern eher etwas, das ein systemisches Problem. Denn nicht BCI, die sogenannte Batten-Cotta Initiative, ist ein Siegel, das eben tatsächlich von einer ganzen Reihe von Marken verwendet wird. Also das sogenannte auch irgendwie so das Lieblingslabel. Und der Grund dafür ist, weil das halt irgendwie mit ganz günstigen Konditionen kommt, ohne dass es tatsächlich Veränderung bewirkt. Also es rühmt sich halt ganz vieler verschiedener Sachen, dass es besonders gut ist in Richtung Labor Practices und so weiter. Und dann hat das ZDF mal angefangen, da reinzugucken und hat dann relativ schnell gemerkt, nö, stimmt nicht. Also das ganze Thema, wenn wir jetzt über, wir hatten eine Fünf-Lieferkette. Und dann hatten wir auch das Thema Siegel und so weiter. Und dann haben wir auch eben dieses so, wie ist es mit Arbeitsbedingungen, wie ist es mit Sourcing und so. Wenn man lang genug tief runterschaut, dann haben dir vielleicht da drei, vier Lieferanten schon bestätigt, ja, hier ist alles in Ordnung und so weiter. Und unten ist dann trotzdem alles ganz furchtbar. Wenn man da nicht richtig hinsieht, ist eben das Problem. Und wenn die Lieferkette nicht richtig hinsieht am Konsumentenende, wer am Ende sagt für sich selber, ich möchte dazu eine neue Haltung entwickeln, da können natürlich Siegel was sein. Und so lasst euch gesagt sein, BCI ist es nicht. Was es aber sein könnte, ist halt eben Cotton Made in Africa. Cotton Made in Africa ist tatsächlich ein Siegel. Da haben Miri und ich selber auch schon beruflich mit zu tun gehabt, das eben sehr stark kontrolliert ist und eben über ganz andere Prozesse verfügt, als eben, dass es hier nur so ein, naja, quasi so eine Art Vakuum-Label ist, was einfach nur nett aussieht. Genau, da gibt es auch eine gute Dokumentation zu. Ja, die heißt sogar so, Schmutzige Baumwolle, Sklaven der Textilindustrie. Wer sich da mal ein bisschen mit umtun möchte, kann das gerne machen. Nach einer Zeit kriegt man dann so wirklich so ein, stellen dann sich die Nackenhaare auf, weil das schon, also es ist schlimm, wie teilweise die Verhältnisse sind. Es ist schlimm, dass es irgendwie Leute gibt, die versuchen, damit Geld zu verdienen, das zu verdecken. So, und dann diese ganze, dieses Geflecht aus Lügen zu sehen, das ist dann manchmal doch ein bisschen anstrengend. Ja. So, cool. Das war das. Damit sind wir jetzt quasi doch schon am Ende. Also insofern, ja, Das also heute der kürzeste mit ich habe. Unterbrechung. So, aber schon mal eine Vorausschau für unsere nächste Sendung. Das war jetzt die letzte Sendung in diesem Jahr. Und die nächste Sendung ist im neuen Jahr, Jahresauftakt am 10.01. Hier steht noch 2045, aber Patrick und ich überlegen auch, ob wir die Zeit ein bisschen vorziehen, damit wir nach hinten raus ein bisschen mehr Platz haben und das für alle besser passt. Aber wer kommt, können wir jetzt heute schon verraten, ist nämlich Peter Jelinek. Der eine oder andere wird ihn kennen, sei es von Twitter, von LinkedIn oder eben auch, wenn er mal in Brüssel war, denn der gute Mann war in der Spitzenpolitik tätig. Er war nämlich Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei den Grünen. Also die ganzen Parteien im EU-Parlament sind ja auch so ein bisschen ähnlich geordnet, wie man sich das im Bundestag vorstellen kann. Also die verschiedenen Entsandten bilden Koalition und die verschiedenen Grünen-Parteien haben sich zusammengeschlossen, heißen dort Greens. Und genau, da hat er eben Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Und der wird uns richtig einführen in europäische Umweltpolitik und Gesetzgebung und was da eben alles so funktioniert und was auch nicht funktioniert. Der hat bestimmt auch die eine andere spannende War-Story für uns. Und ja, also wir sind schon ganz aufgeregt und freuen uns, weil das ein guter Jahresauftakt wird. Ja, und das Gute ist, er ist ja nicht mehr da tätig, das heißt, er kann Genau. vielleicht auch ein bisschen freier sprechen. Genau, er hat sich vor kurzem selbstständig gemacht und da warten wir eigentlich, dass er uns hier mal richtig einen vom Leder erzählt. Genau. So, Ja. damit kommen wir jetzt quasi schon raus. Wenn euch das Ganze gefällt und gefallen hat, dann haltet damit nicht hinterm Berg. Lasst uns es wissen, lasst es eure Freunde wissen, liked und teilt hier die Inhalte. Das hilft der ganzen Sache sehr. Absolut. Und was wollte ich noch sagen? Also ich bin jetzt sozusagen auch offiziell in der Winterpause. Ich weiß nicht, was so mit den Kollegen und Kolleginnen bei der Critical Community ist, weil wir hatten ja, und da nochmal der Hinweis, genau, Critical Bande. Es gab ja einen spontanen Livestream jetzt am Sonntag von Dave, Human, Martha und Max. An der Stelle, vielleicht suche ich das direkt raus, weil das Video on Demand gibt es mittlerweile auf YouTube. Ihr könnt es auch abonnieren, mittlerweile als Audio-Podcast. Also unsere ganzen Critical Lives
Und dort findet ihr auch die Episode jetzt vom Sonntag, die ich wirklich allen ans Herz lege, die zu hören. Und zwar haben die vier die Debatte, die Podiumsdiskussion der Friedrich-Ebert-Stiftung zum Thema Erbschaftssteuer, und zwar kommunikativ analysiert, also die Argumente sich angeschaut, was sind da konservative Argumente, progressive Argumente etc. Also das sei jedem hiermit nochmal ausdrücklich ans Herz gelegt und ich bin tatsächlich sehr, sehr glücklich, dass auch mittlerweile Leute hier auf diesem Channel Inhalte produzieren und ich die Beine hochlegen kann währenddessen. Von daher, lasst euch überraschen, vielleicht gibt es, während ich Winterpause mache, ja irgendwelche Streams aus der Critical Community, was mich sehr, sehr freuen wird. Dave ist ja sowieso dabei, immer mal wieder Critical Let's Plays zu machen. Er ist ja hier der Warm-up zu unserer Sendung und spielt Frostpunk, was sozusagen ja auch mit einer Klimakatastrophe unmittelbar zusammenhängt. Also von daher, wenn ihr hier diesem ganzen Geschehen folgen wollt, lasst ein Follow da, sagt es weiter und so weiter. Und 2045 geht weiter, ja, haben wir ja gerade eben gesagt, am 10.01. Und ihr könnt ja auch mal kurz in den Chat noch schreiben, ob euch eine frühe Uhrzeit tatsächlich auch lieber wäre. Das wäre ganz prima, wenn ihr das nochmal als Feedback gibt. Genau, ansonsten gibt es Critical Xmas, wie es hier so schön heißt. Ja, dann auch herzlichen Dank nochmal an Jens für die hervorragende Vorbereitung der ganzen Rubriken und so weiter. Und ich wünsche euch allen schon mal hier ein besinnliches, friedliches, schönes Fest. Oder ein paar freie Tage, hoffe ich, dass ihr sie habt und genießen könnt und einen guten Rutsch in ein hoffentlich etwas besseres Jahr. Aber das sage ich mittlerweile auch nicht mehr. Ja, von mir auch. Eventuell werde ich einer derjenigen sein, der vielleicht was über die Jahre oder zwischen den Jahren halt irgendwie postet. Es gibt so eine Reihe von Dingen, die ich über das Jahr so gelesen und gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, so, da könnte man eigentlich ein kleines Bit zu machen. Muss ich mal schauen, ob ich das noch irgendwie schaffe. Aber auch ich wünsche euch in jedem Fall halt einen guten Rutsch und ein frohes Fest und so weiter. Und dass wir uns alle ausgeruht und gesund am 10. wiedersehen. Genau. Das sehen wir auch so. Gibt es am Donnerstag noch etwas? Also ich weiß von nichts am Donnerstag. Es war ursprünglich geplant, dieses Erbschaftsding am Donnerstag zu machen. Das war jetzt am Sonntag spontan. Also von daher, Nicole, falls du es am Sonntag verpasst hast, guck's nochmal auf YouTube nach. Da findest du den Video on demand. Und love, peace and happiness und macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Ciao, ciao. Und dann noch einmal anzufügen,